Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der EFI, Ihr Partner für Energie. Zwischen dem ersten Spieltag, dem schweren Spiel beim VfB Lübeck und dem Spiel hier bei Drochtersen-Assel lag ja noch dieses schwere Pokalspiel gegen Egeslauf Lagengräda, was mit 3:0 für sich entschieden werden konnte. Nun ist man allerdings hier im Kedinger Stadion bei der SV Drochtersen-Assel. Und die Kedinger mit dem ersten Schuss in diesem Spiel aufs Tor von Nils Zummel. Mario Block wieder mit taktischen Veränderungen. Im Gegenzug zeigt das aber auch Wirkung. Gerrit Golombek mit einem Schuss aus gut 19 Metern. Das erste Mal auf das Tor von Patrick Siefkes. Nächste Chance, wieder Golombek im Freistoß mit Hartmann. Der bringt den Ball rein. Ebikwe schießt und trifft Sonntag in der Wade. Also das hätte schon eine gefährliche Situation werden können. Wieder der SVDA über die linke Seite. Sung behauptet sich hier gegen Lange. Spielt nach hinten auf Nagel. Nochmal Nagel und Thomas Strühl rettet hier. Dreimal in höchster Not gegen Florian Nagel. Wieder der SVDA, die Mannschaft, die letztes Jahr Vierter wurde und Sie sehen es im Hintergrund, die Tribünen aufbaute für das große Spiel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Michael Klee über die rechte Seite, das ist Winkelmann. Zurückgelegt wieder auf Nagel und wieder ist es Nils Zumbil, der hier den Ball abwehren kann. Florian Nagel knapp aus 16 Metern, verdeckter Schuss und Nils Zumbil holt ihn unten noch raus. Wir bleiben in der Ecke. Die wird hereingebracht und es wird gleich ein sehr ansehnlicher Spielzug folgen. Mit Folgen. Das werden wir gleich sehen. Hier die Ecke. Der Konter wird jetzt eingeleitet. Durch Janus Pass auf Hartmann. Der auf Lange, Golombek, Hartmann, Golombek. Gucken Sie, unten links, da steht Andrew Marvecchio. Der bekommt jetzt den Ball. Und Sie haben es gehört, ein Pfiff. Abseits. Entscheiden Sie es selber jetzt, die Abgabe. Thomas Sonntag, vielleicht ein Stück im Abseits, aber Andrew Marvecchio, ich weiß es nicht. Entscheiden Sie es selber, ich habe dafür nicht die technischen Mittel, um das jetzt hier auch noch aufzulösen. Macht's. Schad nichts drum. Wir gehen in die zweite Halbzeit. Golombek, 48. Minute nach einem tollen Pass von Marvecchio. Wieder Freistoß, wieder die Domstadt-Elf. Da hinten, da steht Marvin Ebikwe. Gute Aktionen von ihm, auch hier wie in den anderen Spielen. Aber ihm fehlt leider auch das Quäntchen, das Glück, dass der Ball auch einfach mal ankommt. Nochmal Sonntag raus auf... Ja, auf Benny Plaschke, den hätte er vielleicht auch selber machen können. Plaschke lässt den Ball ins Spiel, bringt ihn rein, wieder auf Sonntag, der liegt ab in die Mitte. Da kommt Dominik Hartmann mit einem kleinen Falldrehschuss, aber leider brachte das nichts ein. Nichtsdestotrotz eine klasse Abwehrleistung unserer Domstadt-Elf hier, aber nochmal die letzte Chance im Spiel, schauen wir jetzt nochmal an von Drochtersen. Also wieder was, Nagel und wieder was, Zumbil. Aber nichtsdestotrotz eine super Abwehrleistung unserer Mannschaft, genauso wie im Spiel gegen Lübeck mit Köpfchen und organisiert gespielt und einen starken Gegner bestimmt. Es blieb hier beim 0:0. Der Mäzen von Drochtersen-Assel hätte gerne mehr Punkte gesehen und wartet auf die starken Gegner. Ich würde sagen, wir haben heute einen richtig, richtig starken Gegner gesehen, nämlich unsere Domstadt-Elf. Jetzt am kommenden Mittwoch das Spiel zu Hause gegen Lüneburger SK Hansa und dann Samstag kommt die U23 vom VfL Wolfsburg. Bis dahin eine schöne Woche.